Liebe Geschwister, ich habe heute ein Thema vorbereitet, was sehr positiv ist. Nur positiv durch und durch. Der Name von diesem Thema hat die folgenden Bedeutungen. In Bezug auf Dinge, die Vermehrung. Das heißt, da gibt es einige Dinge und sie werden mehr. In Bezug auf Pflanzen bedeutet es das Wachstum. Pflanzen, die wachsen, die gedeihen. In Bezug auf den Menschen bedeutet es der gute Charakter, die Rechtschaffenheit und die Verbesserung, dass der Mensch sich verbessert. Und weitere Bedeutungen in der arabischen Sprache sind die Reinheit. Die Reinheit, wenn etwas rein und sauber ist. Nicht nur hygienisch rein, sondern auch durch und durch rein. Der Segen, Reinheit, Segen und das Lob. Das Thema, was wir besprechen, trägt einen Namen, aus dem all diese Bedeutungen abgeleitet werden. Das ist ein großartiges Thema, oder? Ein großartiges Thema. Es geht um das Thema Zakat, was wir fälschlicherweise im Deutschen oft wiedergeben mit Armensteuer oder Armenabgabe, ja? Und da sind wir alles negativ dran. Arm, ja? So, dann denkt man an Armut oder die Abgabe oder Steuer. Wer hört schon gerne von euch das Wort Steuer? Aber Wachstum, Vermehrung, Reinheit, Rechtschaffenheit, all diese Bedeutungen, wir verbinden Positives damit. Und Imam An-Nawawi, der große Rechtsgelehrte, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er sagte auch, dass Allah den Namen Zakat mit diesem System, was wir heute etwas miteinander näher besprechen werden, dass er diesem System, der Zakat, diesen Namen gegeben hat und der Name war mit seinen Bedeutungen in der arabischen Sprache bei den Arabern bekannt gewesen. Das heißt, positive Assoziationen gab es unter den Menschen diesbezüglich. Und wenn wir im Koran das Thema Zakat verfolgen, werden wir sehen, dass es an 30 Stellen, da wo es um das System der Zakat geht, ja, also wo man eine Eigentumsumverteilung vornimmt, kommt an 30 Stellen im Koran vor. An 30 Stellen. Und in 27 dieser Stellen, liebe Geschwister, wird die Zakat neben dem Gebet erwähnt. Und wir wissen, wie wichtig das Gebet ist im Islam. Ja? Die zweite Säule direkt nach dem Glaubensbekenntnis. Und so wurden das Gebet und die Zakat Schwestern genannt. Ja? Und weil natürlich das Gebet die etwas angesehenere Schwester ist, also etwas betonter im Islam, also noch ein Tick betonter, ja, heißt die Zakat die Schwester vom Gebet. Ja? Im Sinne von sie ist die Schwester vom Gebet. Natürlich ist auch das Gebet die Schwester von der Zakat, aber aus Ehrerbietung oder aus einer gewissen Ehre dem Gebet gegenüber heißt dann die Zakat die Schwester vom Gebet. Das ist ein Name, den Gelehrte häufig verwendet haben. Ibn Zayd, er sagte, dass die Verpflichtung im Koran zur Zakat-Abgabe und zum Gebet zusammen erwähnt ist und dass das eine ohne das andere nicht auskommt. Und Ibn Mas'ud, er sagte, Allah möge mit allen zufrieden sein, allen Prophetengefährten zufrieden sein, er sagte, Gebet ohne Zakat ist bedeutungslos. Aber wenn wir unter die Muslime schauen, in der heutigen Zeit, werden wir feststellen, dass nach dem Glaubensbekenntnis, was auf Rang 1 natürlich rangiert, sehen, dass Alhamdulillah, dass danach die am meist befolgte Säule, welche ist von den 5 Säulen? Der Ramadan, oder? Ist der Ramadan. Sehr viele, die nicht beten, die nicht an die Pilgerfahrt denken und die auch keine Zakat geben, aber sie machen Ramadan.
Und danach, ja, man kann sagen, dass das Gebet die am meist befolgte Säule ist. Und danach die Pilgerfahrt, ja, weil auch einige die Pilgerfahrt verrichten, die noch ihre Gebete nicht zeitig verrichten. Aber die Sakkal, liebe Geschwister, ist stark untergegangen. Ist stark untergegangen. Und wir wollen jetzt nicht wählen, welche der Säulen wir praktizieren und nicht. Wir sollen alle praktizieren. Aber ich will nur sagen, unser Bewusstsein in Bezug auf die Sakkal ist am schwächsten im Vergleich zu allen anderen der fünf Säulen. Ich habe noch eine Zugabe für euch. Diese positiven Bedeutungen, ja, die uns natürlich auch motivieren sollen, dieses Thema Sakkal anzugehen, es gibt noch mehr. Es gibt noch eine Zugabe. Ja? Warum? Al-Mawardi hat gesagt, dass die Sakkal im Koran und in der Sunna, also an sehr vielen Stellen, die Sakkal ist die Sadaqa und die Sadaqa ist die Sakkal. Es gibt mehrere Koranstellen bzw. Aussprüche vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet die Sakkal meinte, also die verpflichtende Abgabe im Rahmen dieses gesamten Systems, aber er benutzte das Wort Sadaqa, bzw. Allah Ta'ala selbst im Koran nannte dieses System der Sakkal auch Sadaqa. Was bedeutet Sadaqa rein sprachlich? As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, leitet sich aus diesem Wort ab. Und übrigens auch der Freund, As-Sadiq, ja, sollte diese Bedeutungen in sich tragen. Er sollte ein Wahrhaftiger sein. Er sollte ehrlich sein. Die Ehrlichkeit ist das, was man bei einem Freund am meisten sucht. Die Wahrhaftigkeit aber auch das Ausgeben. Das heißt, ein Freund sollte auch großzügig sein. Ehrlich und großzügig, die beiden wichtigsten Eigenschaften eines Freundes. Beziehungsweise einer Freundin, aber dann natürlich für ihre Freundin. Ja, dass das klar ist an der Stelle. Und As-Sidq bedeutet auch die Bestätigung. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 92. Sure, ich glaube Al-Layl, wenn ich mich nicht irre an der Stelle. Inna sa'ayakum la shatta, fa amma man a'ata wattaqa, wa saddaqa bil husna. Euer Streben ist wahrlich verschieden. Was denjenigen angeht, der gibt und gottesfürchtig ist, wa saddaqa bil husna, und das Beste für wahr hält. Bestätigt, ja, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Demjenigen machen wir den Weg zum Heil leicht. Und umgekehrt. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Was aber denjenigen angeht, der geizig ist und sich selbst für unbedürftig hält. Er ist geizig, der hält zurück und er meint, er braucht niemanden, nichts und niemanden. Und das Beste für Lüge erklärt. Dem machen wir den Weg zum Schweren, zum Unheil leicht. Das heißt, es ist ein gewisses spirituelles Naturgesetz, was Allah Ta'ala installiert hat in diese Welt. Wenn du das Beste für wahr hältst und darauf aufbauend, du gibst und bist gottesfürchtig, der Weg zum Heil ist leicht für dich. Und umgekehrt, das Umgekehrte. Das heißt, die Bestätigung der Wahrheit, die Realisierung der Wahrheit, ist auch im System der Sakkal sprachlich mit enthalten. Sprachlich mit enthalten. Eine wundervolle Definition von Ibn al-Arabi, dem großen Rechtsgelehrten, nicht zu verwechseln mit Ibn Arabi, ohne Al. Er sagte, dass die Sadaqa das folgende ist. Wahrhaftigkeit in der Realisierung des erklärten Glaubens. Das heißt, du erklärst deinen Glauben. Ich bin Muslim. Das hast du erstmal nur erklärt. Aber du bist wahrhaftig in der Realisierung deines Glaubens. Das heißt, du machst den Glauben in dem Sinne erst echt, erst wahrhaftig, erst substanziell. Die Wahrhaftigkeit in der Realisierung des erklärten Glaubens.
Das heißt, durch dieses System der Zakat, der Sadaqa, ja, das eine ist mit dem anderen austauschbar, auch wenn es in anderen Zusammenhängen verschiedene Bedeutungen hat, das jeweils andere Wort. Das geht damit einher, dass du deinen Glauben aufbaust, realisierst, wahrmachst. Zwei Beispiele, wie heißt die Brautgabe in der arabischen Sprache? As-Sadaq. Weil du, wie was Sadaqa auch bedeutet, etwas durch etwas anderes unterstützt oder möglich machst. Und die Brautgabe ermöglicht die Ehe. Ja, durch eine Brautgabe wird die Ehe erst ermöglicht. Und es gibt weitere Beispiele in der arabischen Sprache. Was wählen wir jetzt aus? Ich habe auch schon den Hinweis bekommen, ja, nicht überziehen, ich habe Arbeit. Ich nehme das ernst. Ich nehme das immer ernst. Kommen wir zum Systemischen der ganzen Sache. Wir schlagen dazu den Koran auf. In der 9. Sure gibt es mehrere wichtige Verse zum Thema Zakat. Der 60. Vers: Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqab wal-ghalimin wa fi sabilillahi wabnis-sabil faridatan min Allahi wallahu 'alimun hakim. Der Vers schließt damit, Allah ist wissend und weise. Wissend und weise. Diese beiden Eigenschaften haben einen Bezug zu dem, was vorangegangen ist, liebe Geschwister. Dieses System der Zakat geht mit viel, also das ist ein unheimliches Wissen, ja, von Allah Ta'ala und Weisheit darin installiert. Es ist nicht nur eine Barmherzigkeit, sondern eine wirklich, subhanallah, in sich harmonische und effektive Sache. Die Zakat ist ausschließlich für die folgenden 8 Gruppen. Die Armen und die Bedürftigen. Die Armen und die Bedürftigen. Diejenigen, die sie verteilen. Das heißt, der quasi das Sozialamt, die Mitarbeiter vom Sozialamt. Weil diejenigen, die sie verteilen, die haben viel Arbeit, wie wir gleich später merken werden. Ja, und in verschiedenen Bereichen auch. Diejenigen, deren Herzen gewonnen werden soll. Deren Herzen gewonnen werden soll. Fünftens, für die Befreiung der Kriegsgefangenen. Sechstens, für die Befreiung von anderen Gefangenen, nämlich von den Verschuldeten. Das ist ein geistiges Gefängnis, wo man drin steckt, wenn man Schulden hat. Ja, man wacht jeden Tag auf und man denkt, oh, ja. Und auch für die Verschuldeten ist die Zakat gedacht. Dann auf dem Wege Allahs und dann für die Reisenden. Für die Reisenden. Das heißt, die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die sie verteilen, diejenigen, deren Herzen gewonnen werden soll. Dann für die Befreiung von Kriegsgefangenen, für die Verschuldeten auf dem Wege Allahs und für die Reisenden. Ja? Ausschließlich für diese 8 Gruppen darf man die Zakat aufwenden. In Bezug auf die Armen und Bedürftigen haben die Gelehrten festgehalten, dass es gab da auch verschiedene Definitionen. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber durchgängig war die Definition, dass die Armen, nach der Mehrheit der Gelehrten, diejenigen sind, die kaum was haben. Ja? Und die Bedürftigen, diejenigen sind, die haben schon grundsätzlich etwas, aber es genügt nicht für ein gewissermaßen sorgenfreies Leben. Ja, es genügt nicht. Sie haben zwar etwas, aber es genügt nicht. Einige Studenten beispielsweise, ja, die kriegen BAföG, aber irgendwie, es genügt nicht. Ja, und man kann sich nicht richtig auf das Studium konzentrieren. Ja, das ist ein Beispiel. Und subhanallah, an dritter Stelle kommen diejenigen, die die Zakat zu verteilen haben. Diejenigen, die die Zakat zu verteilen haben. Allah Ta'ala sagt auch in der 9. Sure, den Propheten ansprechend, aber Al-Khattabi hat gesagt,
Damit sind die Verantwortungsträger auch nach dem Propheten gemeint, sallallahu alaihi wasallam. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله عليم حكيم. والله سميع عليم. سميع العليم. Nimm von ihrem Vermögen. Das heißt, die Zakat, anders als wir es vielleicht gewohnt sind, ja, wir rufen irgendwo an und sagen, ja, kann ich meinem Cousin in der Türkei, in Marokko, in Gambia, sonst irgendwo Geld überweisen. Aber normalerweise ist die Zakat etwas, was der Staat damals eingesammelt hat. Und in Abwesenheit eines Staates, beispielsweise für uns jetzt als Muslime hier in Deutschland, sollte das eine Frage der Institution sein. Der Institution sein. Das heißt, die Zakat sollte institutionell in Deutschland verankert sein. Nicht einfach nur irgendwo hier überweisen. Was auch gut ist, Alhamdulillah, ja, aber etwas fehlt. Etwas fehlt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass derjenige, der arbeiten könnte, aber es nicht tut, der darf keine Zakat empfangen. Der darf keine Zakat empfangen. Das heißt, das ist nicht ein Mittel, um Menschen in ihrer Untätigkeit zu unterstützen, ja, sondern es ist für diejenigen, die keine andere Wahl haben. Für diejenigen, die keine andere Wahl haben. Diejenigen, die sie verteilen. Das heißt, man muss erstmal wissen, wer hat Zakat. Man muss die Leute auch informieren. Vielleicht müssen sie abgeben, ja, weil je nachdem, was man besitzt, muss man einen bestimmten Anteil zahlen. Ja. Bei Zahlungsmitteln wäre das beispielsweise 2,5%, wenn man ungefähr den Gegenwert von 85 Gramm Gold bzw. 559 Gramm Silber besitzt. Könnt ihr googeln. Bei Gold, als ich das letzte Mal geschaut habe, vor ein paar Tagen, war es, glaube ich, 2700 Euro. Ja, wer das praktisch als Geld besitzt, was da liegt, ja, der muss davon 2,5% zahlen. Das heißt, einige Leute wissen vielleicht nicht, ob sie zahlen müssen oder nicht. Andere müssen vielleicht ein bisschen motiviert werden. Ja, Ding Dong, ja, Zakat-Annahme, ah, ja, habe ich ja ganz vergessen. Ja, das heißt, man muss diejenigen, die zahlen, da muss man gucken. Ja, das muss man dokumentieren. Diejenigen, die das empfangen dürfen, die überhaupt es nötig haben und empfangen dürfen, die muss man auch ausfindig machen. Ja, man muss das Ganze transportieren, man muss das Ganze dokumentieren. Und seht, merkt ihr was? Wir Muslime sollten sein, ein extrem organisiertes Volk. Ja, extrem. Durch und durch. Aber das ganze Chaos, was wir haben, ja, wo wir auch gerne so ein bisschen drüber lachen, wo man auch ja, gerne mit darüber lacht, so das, ja, das Orientalische und ja, 5 Minuten hier, 5 Minuten. Oh. Ich wurde einmal gefragt, jemand hat mir gesagt, ja, hast du 5 Minuten für mich Zeit? Und ich war unter Zeitdruck, ja. Und ich habe ganz spontan geantwortet, Allah möge mir verzeihen, wenn da etwas Übles in meinem Herzen gewirkt hat. Ich habe gesagt, 5 deutsche Minuten oder 5 arabische Minuten? Und dann habe ich erst gemerkt, oh, der war ein bisschen hart, ja. Der war ein bisschen hart. Hey, wir sind durch und durch organisiert. Und das ist die Grundlage für eine Zivilisation. Und Allah Ta'ala erlegt uns dies auf. Diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen. Ja, das können Nicht-Muslime sein, deren Schaden man abwendet. Ja, oder die ein Interesse am Islam haben. Oder es können neue Muslime sein, die auch einen finanziellen Schaden dadurch erlitten haben, dass sie dem Islam beigetreten sind. Stellt euch mal vor 50 Jahren, als unsere Väter und Großväter hergekommen sind, hätten sie gesagt, wir müssen hier Informationsarbeit betreiben. Wir müssen hier, keine Ahnung, die Journalisten einladen und denen gutes Essen spendieren und denen ein paar Informationsmaterialien zukommen lassen. Die haben ja auch was gekostet, Übersetzung und Anfertigung und das Drucken und so weiter, ja, die Portokosten. Dann hätten wir vielleicht eine ganz andere Basis gehabt.
Aber wir haben nicht über den Islam als erst informiert, sondern man hat angefangen, über uns zu informieren. Und leider nicht immer mit den besten Absichten. Und das ist eine gewisse Tradition, auf die dann unbewusst oder bewusst zurückgegriffen wird. Ja? Für die Befreiung von Kriegsgefangenen. Die Befreiung der Kriegsgefangenen. Für die Verschuldeten. Für die Verschuldeten. Auf dem Wege Allahs. Die Mehrheit der Gelehrten hat darunter die Kriegskasse verstanden. Ja, aber es gibt auch Gelehrte, die gesagt haben, dass für die Muslime, die in Europa leben und die ihre religiöse Identität zu bewahren suchen, diese können auch Zakat ausgeben für beispielsweise muslimische Schulen oder Kindergärten oder soziale Institutionen oder ja, Institutionen für die Jugend etc. Damit diese religiöse Identität gewahrt werden kann. Das ist eine Auffassung unter den zeitgenössischen Gelehrten. Und die Reisenden, ja, auch wenn sie zu Hause unbedürftig sind, aber sie sind unterwegs, ja, in Not gekommen. Oder man bietet denen einfach so eine Herberge an, ja, und kostenlos, dass sie Kost und Logis haben, ja. Da merkt man auch, der Islam, der möchte das Reisen fördern, ja, weil Reisen bildet unheimlich. Ein älterer Bruder hat mir gesagt gehabt, das Reisen mag dir vielleicht mehr beibringen als das Studieren an einer Universität. Das ist ein lebendiges, sehr durchdringendes Lernen. Und für diese Gruppen, liebe Geschwister, gibt es einen Pflichtanteil. Die Gelehrten sind verschiedener Meinung, muss man jeder Gruppe einen gleichmäßigen Anteil geben. Imam al-Shafi'i war beispielsweise dieser Auffassung. Andere haben gesagt, nein, das kann man kann auch Gruppen ausschließen, wenn da der Bedarf nicht besonders groß ist. Und dafür kann man den anderen Gruppen jeweils mehr geben. Natürlich haben die ersten beiden Gruppen, die Armen und die Bedürftigen, eine gewisse Priorität. Gelehrte haben darunter auch beispielsweise denjenigen gezählt, der finanzielle Unterstützung braucht, um zu heiraten, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass es drei Menschen gibt, die ein Anrecht darauf haben, dass man ihnen hilft. Ja? Und darunter war derjenige, der anständig ist, aber halt noch finanzielle Unterstützung braucht, um eben heiraten zu können. Studenten, aber das müssen dann auch gute Studenten sein. Nicht nur diejenigen, die einfach nur überweisen dafür, dass sie 6 Monate lang kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen. Ja? Sondern wirklich Leute, von denen man merkt, boah, von denen werden wir profitieren. Ja? Inshallah. Die sind wirklich Leute, die gehen auf in ihrem Studium. Wir sprechen von einer Säule im Islam. Von einer Säule im Islam, liebe Geschwister. Aber unser Bewusstsein ist sehr, sehr wenig. Sehr wenige Muslime zahlen Zakat. Wenn wir sie zahlen, ist es meist so eine Art familiäre Angelegenheit. Was auch in Ordnung ist. Ja, man muss halt nur gucken, darf er empfangen oder darf er nicht empfangen. Man kann seiner eigenen Mutter beispielsweise keine Zakat zahlen oder seinen eigenen Kindern. Ja, weil dann man sowieso verpflichtet ist, für diese zu sorgen. Aber diese Institution fehlt. Wenn wir unsere Mitmenschen fragen, wie kriegt ihr die Zakat mit? Oder wir fragen uns überhaupt, was kriegen wir von unserer Zakat mit? Nicht, dass es nicht andere Menschen gibt, die es woanders auch nötig und auch nötiger haben. Aber dass man vielleicht von dem, vielleicht ein Zehntel von dem, was man sammelt, jährlich, in inländische Angelegenheiten steckt. Ja? Beispielsweise exzellente Studenten etwas fördert. Oder für die Angelegenheit diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen. Ja? Da geht es um unsere religiöse Identität, liebe Geschwister. In Bezug auf die Frage, ob auch Nicht-Muslime Zakat annehmen dürfen, also ob das jetzt muslimische Arme sein müssen oder auch Nicht-Muslime, gibt es verschiedene Auffassungen unter den Gelehrten. Die Hauptauffassung ist, dass, weil das Vermögen auch von den Muslimen genommen wird, ja, sollte es auch nur für die Muslime ausgegeben werden. Was nicht heißt, dass Nicht-Muslime keinen Anspruch haben an das soziale Auffangnetz im Islam. Das ist total falsch. Sondern es geht nur darum, bei der Mehrheit der Gelehrten, aus welcher Kasse sie diesen Anspruch haben. Ja? Weil Omar, er hat einem älteren jüdischen Mitbewohner
ein monatliches Gehalt dafür gegeben, ja, weil er konnte nicht mehr arbeiten und hat gesagt, wir wären nicht gerecht, wenn wir dich nicht versorgen würden. Das heißt, er hat nicht gesagt, weil ich Omar bin und weil ich gute Laune habe, sondern er hat es mit der Gerechtigkeit verbunden und die Gerechtigkeit ist etwas Ewiges. Ja? Das heißt, man lebt miteinander, das heißt, man kümmert sich auch umeinander. Aber unabhängig davon, wenn wir so eine Organisation hätten, dann könnte man auch die Freiwilligen spenden, ja, für diejenigen, die dann beruhigter sind, dass die Mehrheitsmeinung eingehalten wird, auch für die nicht-muslimischen Bedürftigen ausgeben. Und ratet mal, wohin würden ja, die Bedürftigen hingehen zu einer Speisung, dort, wo es Harira und Mameta gibt oder dort, wo es Kartoffelbrei gibt? Ja, wir wissen, wir haben Möglichkeiten, kulinarische Möglichkeiten. Ja? Er lächelt. Sadaqa ist was Schönes. Ja? Lächeln ist auch Sadaqa. Ja? Wenn ihr nichts habt, dann lächelt wenigstens. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass das Lächeln auch eine Form der Spende ist. Aber es geht um diese Idee. Muslime, wir sind bekannt für gewisse Säulen. Ja? Am Flughafen beispielsweise die Pilger, ja, oder die Pilgerfahrt, ja, die Leute kennen solche Dinge und das Fasten, ja, und kann er dann auch richtig arbeiten und ja, wie machen die das ohne Essen und ohne Trinken, ja, immer diese Sachen, die wir hören, oder ja, und dann holt er sein Gebetsteppich raus und dann betet, ja, das sind so diese Vorstellungen von den Menschen und schön, dass sie sie haben, wunderbar, dass sie sie haben, aber wo ist die Zakat lebendig, liebe Geschwister? Wir müssen das lebendig machen. Ja, und das ist eine Khutba, die einen Gedanken streuen möchte. Dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren so etwas haben wie, ja, das ist die Zakat-Küche. Ja, einige werden das dann vielleicht verwechseln mit der Harira-Küche. Ja, nicht so schlimm. Hauptsache, sie bekommen mit, dass die Muslime das in ihrer Religion verankert haben, dass sie eine soziale Religion sind. Im Grundgesetz von Deutschland steht zweimal, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Die Gesellschaft, die der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vor 1430-40 Jahren gegründet hat, war auch ein Sozialstaat. War auch ein Sozialstaat. Der erste Krieg, der für die Armen geführt wurde, er wurde von Muslimen geführt. Abu Bakr, der nachdem ein Stamm gesagt hat, wir werden dir keine Zakat mehr zahlen. Abu Bakr war der politische Nachfolger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, wie wir alle wissen. Und sie sagt, nee, wir zahlen dir nichts. Das war damals für den Propheten gedacht, aber nicht für dich. Das war so eine Ausrede. Die wussten ganz genau, dass sie zu zahlen hatten. Ja, das waren so schwer belehrbare. Und Abu Bakr hat gesagt, das bedeutet Krieg. Der erste Krieg, der für die Armen geführt wurde, liebe Geschwister, wurde von Muslimen geführt. Nehmt diesen Gedanken mit. Und es waren noch nicht mal die Armen, ja, von Medina oder die Armen von Mekka. Ja, nach dem Motto, wir brauchen deren Geld, um unsere Armen zu versorgen. Sondern das Hauptprinzip, was nur durch Ausnahmezustände gelockert werden kann, nach der Mehrheit der Gelehrten, wenn es nicht alle Gelehrten sind, nach der Mehrheit der Gelehrten, der übergroßen Mehrheit der Gelehrten, ist, dass die Zakat örtlich eingesammelt und an demselben Ort auch verteilt wird. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh in den Jemen geschickt hat, hat er ihm gesagt, als er ihm mehrere Anweisungen gegeben hat, nimm von ihren Reichen und gib es ihren Armen. Das heißt, der Islam kennt nicht diesen Kolonialismus, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt in die Welt und wir nehmen uns die ganzen Reichtümer in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien und Asien und machen uns einen wunderbaren Palast im Mutterland. Nein. Das heißt, es ging um die Armen von diesem Stamm. Für diese Armen von diesem Stamm hat Abu Bakr als politischer Nachfolger von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Krieg geführt. Subhanallah. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Und ich frage euch jetzt, habt ihr die Zakat gezahlt? Habt ihr die Zakat gezahlt? Einmal im Jahr muss es eine Khutba geben, die Zakat thematisiert. Ja? Im Ramadan, jeden Ramadan gibt es immer, ja, wie bereiten wir uns auf den Ramadan vor? Und was dürfen wir nicht? Ja, immer wieder 2, 3, 4, und das ist auch schön, das ist gut so. Nicht falsch verstehen.
Aber die Zakat ist eine Khutbah, die muss es auch jährlich geben. Und hier geht es auch um das islamische Jahr, das nach dem Mondjahr geregelt wird. Ja? Das heißt, habt ihr schon eure Zakat gezahlt? Schön und besser ist, liebe Geschwister, wenn ihr, es gibt drei Stufen, die Al-Razali beschrieben hat. Al-Razali war so ein Seelendoktor gewesen, ja, der hat viel Verständnis gehabt aufgrund seiner Einsicht in die Quellen, aber auch aufgrund seiner Einsicht in die Menschen. Und er hat die Menschen in drei Kategorien eingeteilt. Diejenigen, die sorgenfrei geben, wie Abu Bakr oder Omar, mögen damit beiden zufrieden sein, die als Beispiel erwähnt. Abu Bakr hat sein ganzes Vermögen gegeben. Ja? Omar ganz spontan hat gesagt, ich gebe die Hälfte. Das sind diejenigen, die einfach für Allah aus Liebe geben. Und die machen sich gar keine Sorgen, da gibt es gar keine Rechnung oder so in deren Kopf, die da abläuft. Und dann diejenigen, ja, die haben Vermögen, aber sagen, ja, irgendwann werde ich es vielleicht brauchen und keine Ahnung, mein Sohn will doch vielleicht in einem Jahr heiraten und dies und das und so und so. Aber dann, wenn es nötig ist, dann geben sie auch mehr, als sie eigentlich verpflichtet sind, rein rechnerisch auf dem Papier zu geben. Sie geben mehr. Aber sie tragen das so mit, so als Sorge. Ist auch schon gut, es ist sehr gut. Ja, Al-Razali war in einigen Fragen schon super, super streng sozusagen. Ja, das ist schon gut. Diese zweite Stufe ist für uns die beste Stufe. Vergesst die andere. Ich habe Angst, dass wenn wir diese erste Stufe praktizieren wollen, dass wir dann einfach dumm sind. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir einfach anders sind. Wir haben gar keine Planung. Vielleicht, du musst heiraten. Du brauchst, keine Ahnung, dieses und jenes für deinen Job oder für deine Ausbildung. Ja? Nicht einfach alles ausgeben und am Ende bist du derjenige, der am meisten nervt. Hast du mal einen Bleistift oder hast du mal einen Radiergummi? Und ja. Und dann gibt es diejenigen, und das ist auch praktisch die niedrigste Stufe, die nur ihre Pflicht erfüllen. Ich glaube, wenn Al-Razali gelebt hätte in der heutigen Zeit, dann hätte er wahrscheinlich noch eine andere Stufe gemacht. Ja, diejenigen, die dann irgendwie nicht diese Pflicht erfüllen. Aber inshallah gehören wir zu denjenigen, die so in diese mittlere Stufe hineinkommen langsam. So, ja, oh, was 2,5%, dieses 0,5 gefällt mir nicht, ich mache mal 5%. Ja, ich mache mal 10%. Einfach oder hier, so ohne, dass man großartig guckt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Die Wahrhaftigkeit in der Realisierung des erklärten Glaubens. Das ist eine Formel. Du bist wahrhaftig in deiner Realisierung, du machst das echt, du machst das wahr, deines erklärten Glaubens. Nehmt euch diese Definition mit. Nehmt euch noch eine andere Definition mit, diesmal von Al-Razali, der die Zakat beschrieben hat als etwas, was reinigt, nämlich die Liebe zum Materiellen. Er sagte, die Liebe zu einer Sache überwinden durch Zurückhaltung, dass man davon fernbleibt, bis es zur Gewohnheit wird. Darum geht's. Du sollst dich von einer Sache verabschieden, bis es für dich etwas Normales geworden ist. Darum geht's. Das bedeutet die Reinheit. Das bedeutet Zakat. Und er sagt, du kannst messen, wie rein dein Herz geworden ist gegenüber dem Materiellen, weil in unserem Herzen soll nur die Liebe zu Allah Ta'ala residieren, wohnen und die widerspricht der Liebe zu dieser Welt. Er sagte, du kannst messen, wie rein und sauber dein Herz geworden ist, wie stark es gewachsen ist, ja, indem du schaust, wie viel gibst du und mit wie viel Liebe und Freude gibst du. Kennt ihr die Menschen, die geben und auf einmal haben sie so ein Strahlen im Gesicht? Die haben wirklich Freude daran. Das liegt daran, dass deren Herzen rein sind. Aber das bedeutet, das ist eine Übung. Regelmäßig geben, solange bis es zur Gewohnheit wurde und du Freude am Geben hast. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Sadaqa die Bestätigung ist, ein Beweis ist. Weil du beweist dadurch, dass du im Herzen verankert hast, dein Wissen, dass das Vermögen von Allah kommt. Und dass es dir ersetzen kann und dass er dir auch mehr geben kann.
Und du beweist dadurch auch, dass du verstanden hast, dass du Verantwortung für dieses Vermögen trägst, was Allah Ta'ala, Allah der Erhabene, dir gegeben hat. Wir werden inshallah an dieser Stelle, wir brauchen glaube ich eine zweite Khutbah zum Thema inshallah. Ja, was hier noch drauf ist und noch hätte drauf sein können, werden wir für eine andere Khutbah noch aufbewahren. Die Geschwister werden rumgehen und für die Aktivitäten der Gemeinde, aber auch für Strom und Wasser und ja, Miete etc. sammeln. Und das hat jetzt nichts mit Zakat zu tun. Ja? Wobei wir auch als Moschee für diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, ja, für diese Kategorie nehmen wir auch Zakat an. Ja? Für den nehmen wir auch Zakat an. Wie wir auch für diejenigen Zakat annehmen, die auf Reisen sind. Die auf Reisen sind. Für die nehmen wir auch Zakat an. Und wir nehmen auch von denjenigen Zakat an, die aufgrund eines Studiums davon überzeugt sind, dass man die siebte Kategorie auf dem Wege Allah Ta'alas auch für muslimische Zentren, die die Identität der Muslime in nicht-muslimischen Ländern gewährleisten möchten, dass man dafür auch Zakat zahlen kann. Dafür nehmen wir auch Zakat an. Wie gesagt, das widerspricht der Mehrheitsmeinung, aber das soll nicht diejenigen davon abhalten, die der anderen Auffassung sind, dass sie auch auf diesem Weg innerhalb dieser Gemeinde Zakat geben. Und noch eine Sache, man kann Zakat nicht auf widerrechtlich erlangtes Vermögen zahlen. Das heißt, wenn ihr was gestohlen habt oder so, was sowieso keiner macht hier, ja, aber es ist nur so, dass man das mitnimmt, ja, darauf kann man keine Zakat zahlen. Cake Day. Wir haben draußen leckeren Kuchen. Leckeren Kuchen. Merkt ihr, wie ihr Hunger habt? Ja? Da spart euch auch noch ein bisschen Geld. Haltet euch ein bisschen Geld zurück, weil die gesamten Einnahmen gehen an ein Hilfsprojekt in Syrien. Ihr wisst das. Großes, 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 schlimmes, schlimmes, schlimmes Leid. Und draußen ist Cake Day. Ja? Guten Kuchen. Einmal in der Woche kann man ein bisschen Kuchen essen, oder? Inshallah ist es dann der Freitag. So auf dem Weg. Sehr schön. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Wir bitten dich mit all deinen Namen, O Allah, wir lieben dich. Bitte hilf uns, unser Herz zu reinigen, O Allah, von der Liebe zu allem Materiellen. Und bitte hilf uns, solidarisch zu sein mit allen Bedürftigen. Und bitte hilf uns, O Allah, dass wir wegkommen von unseren Sünden, von den Großen wie auch von den Kleinen, O Allah. Dass wir auch bewahrt sind, in der Zukunft in solche Fallen zu tappen, dass wir fünfmal am Tag in der richtigen Zeit aus Liebe heraus beten und das nächste Gebet kaum abwarten können, O Allah. Und O Allah, bitte helf uns, dass wir unsere Religion richtig verstehen und dass wir sie auch gerne weitertragen und richtig erklären können, O Allah, dass uns da Wissen und Weisheit auf diesem Weg gibst und auch ein geduldiges Herz. Manchmal kann es anstrengend sein, O Allah, bitte helf uns auf diesem Weg und bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. O Allah, Allahumma Amin. O Allah, bitte lass uns aus der Hand vom Propheten Mohammed trinken. Allah, dein Segen und Frieden sein mit ihm, auch dass wir danach nie wieder durstig werden. Und lass uns auch die großen Propheten Jesus und Mohammed und Abraham und Noah und wie du sie alle erwähnt hast im Koran und die anderen 123 etwas 1000, lass uns all diese besonderen Menschen kennenlernen dürfen und auch als Nachbarn im Paradies haben. Allahumma Amin. Und bitte lass uns nicht untätig sein in einer Zeit, wo sehr viel Not gelitten wird, O Allah, und wo wir trösten können und wo wir Abhilfe leisten können, O Allah. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenk uns auch Schutz vor all dem, wovor er auch bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.